in Zukunft zu vermeiden. Es kann in niemandes Interesse sein, dauerhaft mit China in eine Konfliktsituation zu geraten. China hat, ob es uns gefällt oder nicht, das legitime Recht, seine eigenen Interessen zu vertreten. Und meine zweite Frage heißt, wie bewerten Sie die Annäherungsversuche zwischen den USA und China? Und was bedeutet das für Deutschland bzw. für die EU? Danke. Kritische Positionen, aber es ist wichtig, dass sie miteinander reden. Wer redet, schießt nicht. Und in Anbetracht auch der militärischen Konfrontation ist das ein ganz wichtiges Element. Also die Konfrontationsstellung ist nach wie vor da, aber dass die miteinander reden, ist ein ganz wichtiges und erstes positives Signal. Beide Seiten dieser Medaille möchte ich mir mit Ihnen anschauen und die Frage stellen, was könnten beide Seiten besser machen, die man auch berechtigterweise diskutieren kann. Ich tue es aber nicht mit erhobenem Zeigefinger. Ich werde versuchen, Ihnen einige Kritikpunkte, die ich glaube, sehen zu können, zur Diskussion zu stellen, aber eben nicht mit dem Anspruch, China dafür zu kritisieren, dass es nicht das tut, was wir von ihm erwarten, sondern mit dem Anspruch, dass China gut beraten wäre, etwas an dieser Politik zu ändern, um seinen eigenen Interessen zu entsprechen. Man muss es zum Teil ertragen, man kann konstruktiv damit umgehen, man kann sich auch zum Teil dagegen wehren, das ist sicherlich auch inbegriffen, aber Kritik alleine zu ertragen ist etwas, woran globale Mächte sich gewöhnen müssen. Mein erster Gesichtspunkt, ich glaube feststellen zu können, über 40 Jahre China-Beobachtung, dass unser größtes Problem in unserem eigenen Erwartungsmanagement besteht. Ich habe Kollegen in den Vereinigten Staaten, die seit 40 Jahren nichts anderes tun und natürlich verärgert und zum Teil frustriert sind, dass diese Chinesen das einfach nicht machen. China hat, ob es uns gefällt oder nicht, das legitime Recht, seine eigenen Interessen zu vertreten, auch wenn die nicht unserem Erwartungsniveau entsprechen. Erwartungsmanagement ist insofern eine große Herausforderung in unserem Umgang. Herr Professor Dr. Samschneider, Sie kennen sich das Buch Kampf der Kulturen von Samuel Huntington. Was meinen Sie dazu? In Zukunft zu vermeiden. Es kann in niemandes Interesse sein, dauerhaft mit China in eine Konfliktsituation zu geraten. Wir werden alle darunter leiden. Im Augenblick heißt das große Zauberwort, beginnend bei Trump, aber fortgesetzt von Joe Biden, Decoupling. Das Abkoppeln der beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Und machen wir uns nichts vor, das setzt unsere Unternehmen in Deutschland vor eine fast nicht auflösbare Entscheidungssituation, nämlich auf welchen Markt sie sich konzentrieren und welchen Markt sie eventuell vernachlässigen müssen, weil sie sanktioniert werden, behindert werden oder wie auch immer. Das kann existenzielle Folgen haben für unsere Unternehmen. Insofern ist die Frage des Umgangs mit China eine durchaus existenzielle. Wie wollen Sie dieser Tage mit China über Wertesysteme reden in Anbetracht Afghanistans, in Anbetracht des Irak, des Libyens und Syriens, überall dort, wo wir versucht haben, mit Macht westliche Wertesysteme in die Politik zu übersetzen, sind wir krachend gescheitert. Und als bedauerliches Ergebnis haben wir unserem Wertesystem mehr Schaden zugefügt, als es chinesische Kritik oder Missachtung jemals tun könnte. Das ist die Falle westlicher Wertepolitik. Wir haben an Glaubwürdigkeit verloren, bedingt durch den Kompetenzmangel, die Mühe, die wir uns gar nicht machen, dieses riesige Land angemessen zu verstehen, in Ansätzen zumindest, ist etwas, was dazu beiträgt, dass zwei weitere Aspekte unsere China-Diskussion prägen und nicht einfacher machen. Eines dieser Aspekte ist die beobachtbare Überheblichkeit. Wir glauben tatsächlich, wir hätten das Wertegerüst, auch das politische Gerüst, das für China angemessen wäre. Und unsere chinesischen Freunde nehmen uns dieses nicht ab. Diese Überheblichkeit über viele Jahre hinweg lässt sich in der chinesischen Politik praktisch als historisch bedingtes Trauma. Und wenn Sie einen Begriff suchen, der diese Form der multidimensionalen China-Politik auf einen einfachen Nenner bringt, dann erlaube ich mir, einen Mann, dessen China-Kompetenz ich außerordentlich respektiere, zu zitieren. Ich rede von unserem langjährigen Botschafter in China, Michael Schäfer, der dieser Tage in einem Text die Formulierung gewählt hat, es gehe um einen respektvollen Dialog auf Augenhöhe. Aber es gibt auch keine Alternative, die erfolgversprechender ist. Wo ist die Alternative von Sanktionen? Ich sehe nicht, dass irgendeine Sanktion des Westens gegen China, aus welchem Grund auch immer, letztendlich das bewirkt hat, wofür diese Sanktionen erlassen worden sind. Und dann muss man sich die Frage stellen, ist das der richtige Weg? Ist das die beste Politik?
Und wie kann man, ohne auf Konfrontation auszusein, tatsächlich diesen schwierigen Dialog Stück für Stück langsam und mit Geduld voranbringen? Darum geht es. Und darum geht es auch, wenn ich das abschließend sagen darf, im nächsten Jahr. Deutschland wird im nächsten Jahr auf 50 Jahre diplomatischer Beziehungen mit China zurückblicken. Man kann lange Listen von Problemen erstellen. Man muss aber auch fairerweise zugeben, 1972 hätte niemand vermutet, dass das Niveau bilateraler Beziehungen sowohl wirtschaftlich als auch politisch einmal das Niveau erreichen würde, das wir in den letzten Jahren gesehen haben. Es gibt also am Ende tatsächlich ein Stückchen weit ein Prinzip Hoffnung, dass mit gutem Willen von beiden Seiten, mit Lernbereitschaft von beiden Seiten, die dicken Bretter tatsächlich erfolgreich zu bohren sind.